Weiter geht es bei The Lost Crown. Herzlich willkommen zurück, der nächste Teil. Professor Layton ist im Kasten, gleich auch online verfügbar. Und ja, in der Zwischenzeit, weil die Nacht noch jung ist, spielen wir ein wenig weiter The Lost Crown. Ich habe ja jetzt die Hoffnung, dass ein wenig Action in die ganze Handlung kommt und dass das alles jetzt mal hier so langsam anfängt zu rollen. Und deswegen schauen wir uns mal dieses Gerät an. Hm, was ist das? Hedden Corporation. Environ Cam. Ach herrje. Die Benutzeroberfläche. Bildschirmanzeige. Lassen Sie sich bis zu 8 Environ Cam Ansichten auf einem Bildschirm anzeigen. Lokaler. Blablabla. Werfen Sie einen Blick ins Unbekannte. Man weiß nie, wer zurückschaut. Okay. Die Environ Cam Umgebungskamera ist keine normale Netzwerkkamera. Sie ist die einzige kabellose Netzwerkkamera, die eine vollständige Umgebungsüberwachung und eine direkte Ein-Klick-Bedienung zum Schwenken, Neigen, Zoomen bei gleichbleibend scharfer Bildauflösung bietet. Und all das ohne den Einsatz beweglicher Teile, das heißt ohne Materialabnutzung. Kurz gesagt, sie definiert den Begriff Netzwerkkamera völlig neu. Qualitativ hochwertige zweiwegige Audioübertragung, widerstandsfähiges Design, umfangreiche Software, hochentwickeltes Video- und Event-Management inklusive Environ-Schedule, vollautomatische Fokussierung, Kontrast und Schärfe, alternative manuelle Einstellung für ungewöhnliche Bedingungen, Environ-Meter-Software. Das Environ Meter demonstriert die außergewöhnliche Leistung der Environ Cam. Gemeinsam bieten diese beiden hochentwickelten Instrumente der Hedden Corporation unübertroffene Möglichkeiten zur Umgebungsüberwachung. Oh, das geht hinten weiter. Über den Elektromagnetismus-Monitor. Der Monitor zeigt die lokal auftretende Menge elektromagnetischer Energie an, kurz EME. Die Geisterjäger lassen grüßen. EME ist die kollektive Bezeichnung für diverse unterschiedliche Strahlungsarten. Diese reichen in ihrer Stärke von Radiowellen und der Abstrahlenergie, zum Beispiel von Glühbirnen, bis hin zu stärkeren Energiequellen wie zum Beispiel Mikrowellen, Röntgen und Gammastrahlen. Environ Meter und Environ Cam verfügen über ein integriertes EMF-Messgerät, das F in der Abkürzung steht für Fluktuation. Dieses Messgerät erkennt sich veränderten magnetische Felder. Was? Erkennt? Dieses Messgerät erkennt sich verändernde magnetische Felder und wandelt die Quelle in digitale Informationen um, die auf der Environ-Meter-Anzeige wiedergegeben werden. Weitere Informationen zur EME- und EMF-Überwachung finden Sie in der weiteren Literatur zu diesem Thema. Was verursacht ungewöhnliche elektromagnetische Fluktuationen? Die Hedden Corporation hat das Environ-Meter ursprünglich für den Einsatz durch das britische Militär entwickelt. Das Gerät findet jedoch zusätzliche Einsatzfelder auf dem Gebiet der alternativen Wissenschaften und der Parapsychologie. Viele renommierte Wissenschaftler setzen sowohl unter Laborbedingungen als auch bei paranormalen Felduntersuchungen kleinere EMF-Messgeräte ein, um minimale EME-Ausschläge zu registrieren, zu orten und zu beobachten. Das Institut für alternative Wissenschaften geht davon aus, dass plötzlich mobile EME-Ausschläge die ersten Anzeichen einer möglichen Manifestation sind. Der Begriff Manifestation wird in der Wissenschaft verwendet, um die Ankunft einer unerwarteten und unnatürlichen Präsenz, mit anderen Worten einen Geist, eine geisterhafte Erscheinung oder ein unsichtbares Phantom zu beschreiben. Eine völlig neue Definition der Netzwerkvisualisierung. Die fachmännische Überwachung bei einer Ermittlung hinter verschlossenen Türen spürt mögliche EME-Fluktuationen präzise auf. Lokalisieren Sie die Quelle mithilfe des Environ-Meter oder des tragbaren EMF-Messgeräts, damit Sie mit eigenen Augen Zeuge paranormaler Aktivitäten werden können. Ach du liebes Bisschen. Hedden Industries, geschätzter Mr. Denvers, wie nett von Ihnen, gestern Abend anzurufen, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Wissen Sie, mir ist absolut klar, was Sie gesehen haben.
was sie gestohlen haben und wo sie sind. Mr. Ach, das kennen wir doch schon. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Oh. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Das doch gleich hier im Haus überall installieren, du Trottel. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Oh, nee. Na super. Haben wir jetzt hier irgendwo vielleicht eine Veränderung? Was war das? Ja. Na, nichts, okay. Ah. Ja, toll. Moment mal, muss es jetzt erst Nacht werden? Muss ich mich hinlegen? Nein. Nein. Schade. Tja. Da habe ich immer noch nichts für. Irgendetwas ist mit dieser Mauer. Nein. Irgendetwas stimmt nicht. Aber ich habe nichts. Ich hab nix. Tja, das heißt, wir müssen uns dann wohl noch draußen noch ein bisschen umschauen. Oder ich könnte jetzt mit der Lucy mich vielleicht nochmal unterhalten. Vielleicht kommt ihr mit hier ins Haus und schläft hier und überwacht mit uns das Cottage. Könnte ja sein. Fragen wir mal. Glitch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, toll. Ich kann mit ihr aber nicht. Wir sehen uns später. Zweifellos, mein Freund. Zweifellos. Tja. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Da geht's nicht. Soll ich jetzt wieder in die Stadt oder soll ich woanders hin? Ah, nee, warte mal. Am Strand wollte ich mich noch was umgucken. Da war ich nämlich nur in der Hölle. Mal gucken, ob ich da noch wo... Ah, warte mal, hier? Ist nix? Nein. Hallo, du brauchst nicht weitergehen. Oh. Zurück. Dann... Oh Gott. Hier runter. Gehen wir mal in die andere Richtung. Okay, hier hat sich nichts verändert. Hä? Ach, ich glaube, den kennen wir doch. Der war schon hier. Ja, ja, mit dem Bild. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie... Ach ja, Mr. Nuschelbär, ja, der uns hier nicht versteht. Genau, der da das komische Bild malt. Na super. Vielleicht ihm jetzt nochmal sagen, dass wir die Kiste haben. Und fragen, was wir damit anfangen sollen. Oh, Cursor, hallo. Hardacre? Professor, also hier verstecken Sie sich. Oh. Bei den Krabben und Fischköpfen? Was wollen Sie, Danvers? Ich finde das so furchtbar, dass man hier die Dialoge nicht anpasst. Dass die immer wieder so tun, oh, wir sehen uns hier halt das erste Mal. In der Schatz wegen unserer letzten Treffens gestern Abend auf der Hafenmauer können wir... Kater runtergesprungen. Kater, erschreck mich doch mal. Was können Sie über die verschollene Krone? Kennen Sie über die Geistergeschichten? Toll. Also er kann mir nichts Glück, Neues Professor. Sagen. Laufen Sie weiter, Junge, und spielen naja. Sie mit den Krabben. Junge. Ja. Tja. Er hat hier ein Radio stehen, daher kommen auch die Geräusche. Tja, da hinten will er nicht weitergehen, weil es zu dunkel. Es ist zu dunkel, um es mit eigenen Augen zu sehen. Man hat mir übrigens erzählt, dass es in der Steam-Version, die ich ja jetzt hier auch habe, es wohl einen Bug gibt. Und dass es dazu führt, dass wir hier wohl nicht mehr aus einer Konversation rauskommen etc. Aber so wie ich jetzt hier festgestellt habe, hat man diesen Bug wohl behoben. Das nur so als kleine Randnotiz. Tja. Aber nichtsdestotrotz sind wir nicht wirklich weitergekommen. Am Strand gibt es also nichts Neues. Das heißt, wir gehen mal in die Stadt.
Und meine Hoffnung, dass jetzt hier ein bisschen was ins Rollen kommt, hat sich leider mal wieder, naja, in Luft aufgelöst. Da am Bahnhof waren wir. Gibt es hier irgendwo vielleicht noch was? Nein. Museum. Vielleicht hier was Neues? Hä? Ach, guck mal. Hallo. Oh, hallo. Er nur wieder. Unser Journalist. Wie läuft's mit der Story? Bitte? Ihre Story für das Lokalblatt. Oh, die, ja, großartig. Eine Menge zu schreiben. Gut, gut. Tja, das ist gut. Ja, das ist gut. Die haben sehr komische Bewegungen um den Mund rum. Sie sind Alex, stimmt's? Ja, das stimmt. Alex Spitmore? Ja, was ist? Seltsamer Name. Woher stammt er? Keine Ahnung. Ziehen Sie ab, okay? Boah, wer wird denn hier so aggressiv sein? Irgendwelche Theorien zum Schatz? Nein. Gehen Sie spielen. Sag mal. Ich sehe Sie dann. Das werden Sie. Glauben Sie mir. Was geht denn mit dem ab hier? Ja, kann ich mir jetzt... Wenn ich das jetzt hier anklicke... Ich klicke auf das Plakat, weil das hat sich ja verändert. Klicke ich jetzt wirklich auf das Plakat oder klicke ich wieder Alex an? Hallo. Natürlich, ich klicke wieder Hallo. Alex an. Ich weiß nicht. Gibt es hier keine Beta-Tester? Ich meine, sowas muss doch auffallen. Sie. Glauben Sie mir. Und auch vor allen Dingen, wenn die spielen. Ich meine, das muss die doch selber nerven, wenn man die Dialoge immer und immer wieder sich anhören muss. Dass man da keine Abkürzfunktion installiert. Hä? Er geht weiter? Hier war ich ja noch gar nicht. Schockschwere Not. Wo bin ich denn hier jetzt? Der Bob. Ach, der Bob. Ja, klar. Ein Schweinchen. Oh. Hallo, Schweinchen. Karen, wie? Schätze, du willst mein Mittagessen. Mittag? Ja, hier, komm. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Flüdingslalle? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Was? Okay. Was habe ich davon? Flüdingslalle? Was habe ich denn jetzt davon? Da hat man... Das ist ja wohl eine Frechheit. Was ist denn das? Eine Digitalkamera mit Bewegungssensor. Der hat die ganzen Sachen genommen, wie geil. Ein Camcorder mit Nachtsichtgerät. Ein analoges Diktaphon, sprachaktiviert. Ein elektronisches EMF-Messgerät. Was ist denn das? Schockschwere Not. Das EMF-Messgerät, bei weitem das beliebteste und flexibelste Gerät aus dem Instrumentenkoffer des modernen Geisterjägers. Boah, was ist los hier? Das Gerät erkennt elektromagnetische Fluktuationen in der sie umgebenden Atmosphäre und signalisiert starke Ausschläge über die Anzeige und den Lautsprecher. Ja, Igen, wo bist du? Kommst du hier gleich um die Ecke? Was hat mir das jetzt hier gebracht? Karen, wie? Schätze, du willst mein Mittagessen. Ja, es ist super. Klasse. Karen, wie? Schätze, du willst mein Mittagessen. Ja, das... Naja, okay. Also. Ein Schweinchen namens Babe. Was gibt es in der nächsten Tür? Da ist Bob. Hallo, Bob. Hallo. Hallo Junge, was kann ich für Sie tun? Endlich mal ein Netter. Nanny Noah schickt mich. Tut sie das? Und warum? Ich möchte mehr über lokales Handwerk und Folklore lernen. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Aber abends gehe ich meistens ins The Bear. Okay, wir sehen uns im Pub. Diese Werkstatt ist altmodisch. Ist das jetzt gut oder schlecht? Was meinen Sie? Keine Ahnung. Funktioniert der ganze Kram? Funktionieren?
Natürlich. Wenn ich etwas für Sie reparieren soll, bringen Sie es her. Und der alte Tawny repariert es für Sie. Ich werde es mir merken, Mr. Tawny. Tawny. Kennen Sie Nanny Noah schon lange? Mein ganzes Leben, Junge. Und das ist verdammt lang. Sie scheint viel von Ihnen zu halten. Ich halte auch viel von ihr. Oh, verstehe. Spüre ich da etwas Romantik? Oh, ich wünschte, es wäre so, Junge. Aber ich habe nie um ihre Hand angehalten. Wenn Sie wissen, was ich meine. War sie nie verheiratet? Sie hat ein wenig Pech gehabt. Verlor ihren Ehemann. Das war vor vielen Jahren. Hat sie Kinder? Ja, aber jetzt nicht mehr. Das Meer sorgt für diese Stadt. Aber es kann auch Dinge nehmen. Was meinen Sie? Das ist der Lauf der Welt, Junge. Können Sie mir etwas über den angelsächsischen Schatz sagen? Oh, Sie sind hinter dem Schatz her, wie? Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich dachte, jeder in Sexton wüsste etwas darüber. Ich sagte nicht, dass ich nichts wüsste. Verstehe. Nichts für ungut, Junge. Na super. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Bis dann, Junge. Bis dann. Wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer, der sich in kürzester Zeit, als Nullnummer herausgestellt hat. Und anschauen können wir uns hier gar nichts. Halt doch. Die Bilder oder was? Aha. Der Lebensengel über das spielende Kind wacht. Das Kränze flicht aus des Maiens Pracht. Sein Aug war klar wie das Himmels Licht, doch schwank Bedauern in ihrem Blick. Seine Blumen standen in Blüte so prall, dann ließen sie leis ihre Blätter fallen. Der Knab schaute hoch mit überraschendem Blick. Mit noch größerem Mitleid blickte sie zurück. Okay. Rose. Okay. Und wer ist das? Joel. Goal? Goke? Wie auch immer. Na, war da? Nein, da war nichts. Hier können wir uns nichts mehr angucken. Da. Ich klicke oben das Fenster an, aber es wäre eigentlich, sag's nicht schon wieder. Ihr wisst es. Die Hotspots, die wurden hier leider sehr schlampig gesetzt. Man muss es leider sagen. Aber cool, ich kann hier weitergehen. Nein. Ach, das ist wieder da rein. Das ist dämlich. Okay. Na. Habe ich eigentlich eine neue Telefonnummer? Warte mal, kann ich Mr. Hedden vielleicht nochmal anrufen? Hedden? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Kätzchen. Das ist nicht richtig. Nein, können wir auch nicht. Warte mal. So rum war es. Was ist das für ein Klingeln? Ein ganz komisches Klingeln. Jemand entführt unsere lieben Haustiere. Wir sind dankbar für jede Information. Bitte hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Die für die vermissten Katzen verantwortliche Person ist... Professor Hardacre. Vielen Dank, freundliche Seele. Woher weiß, wenn, sprechen Sie nach dem Piepton, Piep, woher weiß dann bitte das Band, wann wir unsere Aufnahme beenden? Das ist komisch. Aber die Sache ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da im Prinzip alle einmal gegeben haben. Weil irgendwas, für irgendwas muss es ja gut sein. Und jetzt hier auch wieder, wir müssen uns das jedes Mal anhören. Wir sind dankbar für jede Information. Bitte hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Naja. Die für die vermissten Katzen verantwortliche Person ist... Morgan Mankell. Vielen Dank, freundliche Seele. Tja. Was bringt es uns? Ich weiß es nicht.
Hier können wir uns auch letztendlich nur einmal da reinbegeben. Da geht er dann automatisch wieder raus. Da gehen wir wieder zurück. Also gehen wir mal hier unten weiter. Und es dauert immer so ellenlang, bis wir die Kontrolle übernehmen können. Hallo und hallo George. Hallo? Aha, so sieht man sich wieder, Mr. Danvers. Ja, ganz unerwartet. Kann ich irgendwo, können Sie mir einen Blick hierauf, können Sie Ihren Orte empfehlen? Was ist, wenn ich können ihr mal... Können Sie einen Blick hierauf werfen? Natürlich, ich helfe gern, wenn ich kann. Ist das ein Toaster? Eine Kamera? Nein, vielleicht eine Seifenschale. keine Ahnung, was das ist. Ein Teil einer Maschine? Oh, Sie sollten Bob fragen. Bob? Okay. Nein, das erkenne ich nicht. Moment, ich muss mal ganz schnell gucken, was mein Kater macht. Ich bin sofort wieder da. Ach, man kann den Kater keine Sekunde aus den Augen lassen. Das ist unglaublich. Ja, ansonsten hatte ich ja hier schon alles gezeigt, ne? Ja. Darf ich Sie noch etwas fragen? Ich helfe gern, wenn ich kann. Ja, auch, dass man hier nicht so aus der Konversation rauskommt. Ich überlasse Sie wieder der Gartenarbeit. Ist auch wieder alles sehr merkwürdig. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, und dann sind wir wieder hier. Saxton Food Stores. Da kommen wir aber leider, leider nicht rein. Und hier ist es leider abgeschlossen. Ja. Beziehungsweise nicht abgeschlossen, sondern da macht keiner die Tür auf. Ja, Freunde, nach einem doch sehr schönen Teil folgt jetzt hier also wieder ein sehr langweiliger Teil. Das ist halt dieses Auf und Nieder immer wieder, was mir hier nicht so gut gefällt, weil... da auch jetzt wieder... Ich komme noch nicht so richtig warm mit dem Spiel. Es tut mir leid, aber es ist so. Da schon wieder. Lost Cats. Was ist das? Eine Telefonnummer für die Katzenwacht. Ja, kennen wir aber schon. Ist jetzt nichts Neues. Der Kater macht schon wieder Unfug. Ich breche ins Essen. Ach, na, wir müssen wieder den Schlüssel nehmen. Moment. Vielleicht nochmal hier gucken. Was ist das? Genau. Wenn es derselbe Brief ist, ja genau. Es ist derselbe Brief und er fragt, oh, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist auch leider, leider richtig schade. Und der Tisch ist leer. Wieso ist der Tisch leer? Trautes Heim. Halt die Klappe. Für den Augenblick. Ach, halt doch die... Hallo. Na ja, jetzt ist der Tisch wieder voll. Da hat man, glaube ich, mal was übersehen. Was ist das? Und hier hat sich auch nichts getan, was? Nein. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Naja. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Also, weißt du, wenn ich es schon weiß, dann müsstest du es eigentlich auch wissen. Aha. Das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an Outlast. Okay. Das ist nicht richtig. Ja, ja. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Okay. Nichts. Vielleicht sollte ich einen anderen Apparat ausprobieren. Ja, einen habe ich noch. Okay. Ja, aber jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe echt nichts mehr. Und jetzt sehe ich auch nichts. Doch, da jetzt. Und das mit hier rein kann ich nicht benutzen. Das ist schade.
irgendetwas ist mit dieser Mauer. Irgendetwas. Er sieht es immer noch nicht. Tja. Aber was? Kicken wir mal hier. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Aha. Aha, aha. Jetzt geht's doch los. Jetzt knipse ich aber alles das hier. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das Warum? Ist nicht richtig. Na gut. So, dann muss ich jetzt hier alles abknabbern. Bis dann. Ich gucke jetzt hier alles ab. Geht nicht. Nein, ach, hier kann ich ja gar nicht. Nein, der geht nicht. Was ist mit der Badewanne? Ich knips jetzt hier alles. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Ja, aber nur vielleicht. Die Zeit ist auch schon wieder erreicht, wie ich sehe. Was ist denn das? Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Och, der Kerl macht mich wahnsinnig. Nichts. Vielleicht sollte ich einen anderen Apparat ausprobieren. Vielleicht. Oh, diese Betonung. Freunde, vielleicht aber auch beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, NRW bei 18. Adieu.